Hallo meine Lieben, hier ist wieder eure Lena. Heute bin ich verabredet mit dem Sicherheitsdienst unserer Genossenschaft, der in den Abend- und Nachtstunden für euch auf unseren Grundstücken unterwegs ist und nach dem Rechten sieht. Einen Sicherheitsdienst, ja, den haben wir zwar schon seit 2016, aber erst seit diesem Jahr haben wir mit der Be Protected Security einen neuen und starken Servicepartner an unserer Seite. Mindestens zwei Sicherheitskräfte sind nachts auf unterschiedlichen Routen in unserem Gebäudebestand unterwegs und das bei Wind und Wetter 7 Tage die Woche. Die geschulten Mitarbeiter tragen dazu bei, das Sicherheitsgefühl unserer Mitglieder zu stärken, indem sie Vandalismus oder Kellereinbrüche so weit wie möglich verhindern, ja, oder zumindest deutlich erschweren. Zudem wird zum Beispiel Ausschau nach defekter Außenbeleuchtung, Falschparkern oder offenen Hauseingangstüren gehalten. Oder auch wenn ihr mal etwas Verdächtiges beobachtet habt, ja, dann ruft unsere Sicherheitskräfte einfach an. Die werden sich schnellstmöglich die Sache ansehen. Die Rufnummer findet ihr an den Infotafeln in jedem Hausaufgang und könnt ihr bequem in euer Handy einspeichern. Die eingesetzten Mitarbeiter erkennt ihr ganz einfach an der einheitlichen Dienstkleidung mit GWG-Aufdruck. Sie sind also gut als Servicepartner unserer Genossenschaft erkennbar und euch bestimmt schon aufgefallen. Ja, und auch wenn es mal zu nächtlichen Ruhestörungen kommt, ist unser Sicherheitsdienst schnell vor Ort, um die Sache deeskaliert, aber verbindlich zu klären. Ja, und im Notfall, da wird selbstverständlich auch der Rettungsdienst oder die Polizei verständigt. Und das alles machen wir, damit ihr euch rundum wohl und sicher fühlen könnt. Grund genug, uns diese wichtige Arbeit einmal genauer anzusehen. Und ich stehe jetzt hier neben dem Herrn Sievert, der ist Disponent unserer Sicherheitsfirma. Ja, und schön, dass ich heute dabei sein darf und mal bei der Arbeit über die Schulter gucken kann. Hallo. Hallo. Meine Fragen, wie wird man denn überhaupt Sicherheitsfachmann? Sicherheitsfachmann wird man, indem man entweder eine Ausbildung macht, direkt nach der zum Beispiel 10. Klasse. Dadurch kann man Sicherheitsfachmann werden. Oder wenn man als Quereinsteiger einstellen möchte, kann man natürlich bei der IAK einen etwa 2-3 Monate Kurs machen und kann daraus den Job dann sozusagen erlernen. Dazu gehört natürlich die direkte Schulung, die Prüfung zu bestehen. Man braucht eine weiße Weste sozusagen, also perfektes Führungszeugnis. Und man muss vom Ordnungsamt natürlich auch noch die Bestätigung bekommen, dass man dafür geeignet ist und dafür auch eingesetzt werden darf. Aha, und wie lange sind Sie jetzt schon in dem Bereich tätig? Ich bin jetzt seit 3 Jahren in dem Beruf tätig. Was sind dann die Schwerpunkte? Worauf müssen Sie denn am meisten achten? Natürlich Ruhestörungen sind natürlich unsere Hauptsachen, aber natürlich auch Sachbeschädigung, Graffitis, das gehört alles dazu. Unter anderem auch Falschparker für Leute, die, ja, die sich hinstellen, wo sie es gerade möchten. Ja, ob alle Lichter soweit funktionieren in der Straße von der GWG, ob die Türen geschlossen sind der Gebäude, ob es dort irgendwelche halt Sicherheitsmängel sozusagen gibt. Und wie reagieren denn unsere Mitglieder auf Sie? Ja, hauptsächlich freundlich, weil wir auch dementsprechend ein gutes Sicherheitsgefühl vermitteln können, es sei denn, man ist der Beschuldigte. Ja, die sind vielleicht nicht ganz so wohlgesonnen. Und wenn jetzt wirklich mal ein Einbrecher auf frischer Tat ertappt wird, was würden Sie dann machen? Dann würden wir natürlich versuchen, die Person davon abzuhalten und natürlich schnellstmöglich sofort die Polizei verständigen. Natürlich machen wir das als erstes, sobald wir das jetzt irgendwo feststellen, dass es wirklich gerade ein Einbruch irgendwo im Gange ist. Aber toi toi toi, bis jetzt ist es noch nicht passiert. Was war denn so schon mal das Verrückteste oder Aufregendste, was so passiert ist? Generell im Sommer die Parkpartys hier von den Jugendlichen in der Ferienzeit. Das ist meist bis jetzt aber auch immer, da wir immer sehr deeskalierend wirken, im Positiven und Freundlichen auseinandergegangen. Einmal mussten wir es bestimmt schon die Polizei informieren, die hat das dann generell aufgelöst. Aber ansonsten, wenn wir unsere Parkzettel verteilen, der ein oder andere, der aus dem Fenster ruft, an mein Auto nicht, ist eigentlich noch nichts weiter vorgekommen. Oh, so haben wir sehr friedliche und ruhige Mitglieder, das hören wir gern. Das war wirklich sehr spannend und interessant. Wie ihr seht, tun wir alles dafür, damit unser Wohnumfeld auch nachts ein angenehmes und sicheres Wohnumfeld bleibt und ihr mit einem guten Gefühl ins Bett gehen könnt. Wenn ihr Anregungen habt oder Fragen, meldet euch bei uns und lasst es uns wissen.
Vielen Dank nochmal, Herr Siebert, dass ich Sie begleiten durfte. Ich wünsche Ihnen und Ihrem gesamten Team heute noch eine ruhige Nacht. Danke, danke, dass ich bei der Arbeit über die Schulter blicken konnte. Und euch wünsche ich gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Eure Lena.